Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben uns heute am 20.04. im Plenum schon mal mit den Bessel-Funktionen etwas beschäftigt, am Beispiel einer Laplace-Gleichung. Und mir ist aufgefallen im Nachgang, dass meine Entscheidung kurz vorher, das Ganze ein wenig zu vereinfachen, zu kurz gedacht war. Diese Vereinfachung, die ich gemacht habe, nämlich das nur in der Ebene durchzuführen und nicht für eine wirkliche Zylindersymmetrie, führte leider dazu, dass im Ergebnis nicht wirklich eine Bessel-Funktion rauskommt. Das macht nichts. Wir machen das einfach nochmal für eine tatsächliche Zylindergeometrie hier nochmal neu und Sie werden sehen, dass die einzelnen Schritte die gleichen sind, dass wir vielleicht sogar noch ein klein bisschen mehr dabei lernen. Also starten wir nochmal neu. Das heißt, wir betrachten jetzt wirklich eine echte Zylindergeometrie, die wir auch in Zylinderkoordinaten beschreiben wollen. Nochmal zur Erinnerung, Zylinderkoordinaten, wenn das hier x, y und z sind und wir haben hier einen Ortsvektor r, dann haben wir die Zylinderkoordinaten so eingeführt, dass wir gesagt haben, okay, wir haben hier einen Winkel phi zur Projektion des Ortsvektors auf die xy-Ebene. Diese Projektion hat die Länge rho und die Höhe des Ortsvektors über der Ebene, das ist die Koordinate z. Das heißt, wir haben insgesamt Koordinaten rho, phi und z, die wir betrachten. Das, was wir lösen wollen, ist ein Laplace-Problem. Das heißt, wir haben eine Gleichung beispielsweise in der Form Laplace phi gleich 0 und der Laplace-Operator, das haben wir ja im Plenum vom 20.04. im Wesentlichen auch schon hingeschrieben, bis auf die z-Abhängigkeit, das ist einfach d2 nach d rho Quadrat plus 1 durch rho d nach d rho plus 1 durch rho Quadrat d2 nach d phi Quadrat plus d2 nach dz Quadrat. Den Term hatten wir weggelassen. Und zur Lösung würden wir hier einen Separationsansatz wählen. Das klappt natürlich nur, wenn die Geometrie des Problems zu diesem Koordinatenansatz passt. Davon gehen wir jetzt aus. Also Separationsansatz, das heißt, wir gehen davon aus, dass unser Phi von R sich schreiben lässt als ein F, das nur von Rho abhängt, multipliziert mit einem G, das nur von Phi abhängt und das multipliziert mit einem H, das nur von Z abhängt. Das müssen wir in die Gleichung jetzt einsetzen, das heißt, wir müssen den Laplace-Operator auf diesen Ansatz anwenden und das geht natürlich relativ einfach. Wir schreiben hin, Laplace phi ist gleich und weil die einzelnen die einzelnen Faktoren ja nur von jeweils einer Variablen abhängen, ist das relativ einfach hingeschrieben. Das heißt, das ergibt dann ein d2f nach d rho Quadrat mal g mal h plus 1 durch rho df nach d rho mal g mal h, das ist die Rho-Abhängigkeit, plus 1 durch rho Quadrat dg nach d, d2g nach d phi Quadrat mal f mal h, das ist die Phi-Abhängigkeit, plus d2h nach dz Quadrat mal f mal g und das Ganze muss immer noch gleich 0 sein. Wie immer dividieren wir das durch die Funktion selber, die ja f mal g mal h ist, sodass dann hier eben steht Laplace phi durch phi ist gleich 1 durch f d2f nach d rho Quadrat plus 1 durch f 1 durch rho df nach d rho
plus 1 durch g, 1 durch Rho Quadrat d2 g nach d Phi Quadrat plus 1 durch h d2h nach dz Quadrat. Und das Ganze soll nach wie vor gleich 0 sein. Jetzt haben wir also eine Summe, die insgesamt gleich 0 sein soll. Und die einzelnen Summanden sind ja Funktionen. Das heißt, wir können eigentlich nur dann davon ausgehen, dass die Summe insgesamt verschwindet, wenn die einzelnen Terme, dazu meine ich jetzt zum Beispiel den Term, der zu h gehört oder eben der Term, der zu g gehört oder der Term, der zu f gehört, Konstanten sind. Wenn das Funktionen wären, dann wäre es schon sehr, sehr schwierig, wenn eben die funktionale Abhängigkeit des einen Terms durch den anderen ausgeglichen würde. Das heißt, der einfachste Ansatz ist immer der, anzunehmen, dass die Terme Konstanten sind. Wir fangen hinten an, uns das anzuschauen, also bei h. Und mache hier mal so eine Klammer drum. Und hier würden wir im Moment mal davon ausgehen, dass das eine positive Konstante ist. Ich schreibe die als plus k². Natürlich könnte die auch negativ sein. Dazu sagen wir später was. Zunächst mal gehen wir davon aus, dass die plus k² ist. Ja, dann ist natürlich dort hinten wenn ich nur diesen Summanden jetzt rausnehme und sage, der ist gleich k², dann kann ich das natürlich umstellen zu einer Differentialgleichung. Die wäre ja dann d2h nach dz² gleich k² mal h. Und diese Gleichung kann ich lösen. Das heißt, hier draus folgt sofort ein h von z gleich a1 mal e hoch k mal z plus h2 mal e hoch minus k mal z. Und natürlich könnte ich das auch anstatt mit den E-Funktionen mit Sinushyperbolikus und Cosinushyperbolikus schreiben. Das heißt, ich könnte das auch mit anderen Konstanten schreiben als H1 Sinushyperbolikus Kz plus H2 Tilde Cosinushyperbolikus Kz. Diese Lösung wäre also bekannt. Das heißt noch nicht, dass wir es gesamt gelöst haben, aber wenn dieser Ansatz zur Lösung führt, dann wüssten wir, dass der z-Anteil der Lösung, also das h von z, diese Form haben müsste. Und die Konstanten sind natürlich dann aus vorgegebenen Randbedingungen zu füllen. Wenden wir uns dem zweiten Term zu. Der zweite Term, der sieht ja fast so ähnlich aus, nur dass wir da noch das 1 durch Rho Quadrat stehen haben. Und das 1 durch Rho Quadrat würden wir zunächst mal stehen lassen. Das heißt, wir gehen jetzt hier nicht auf den Ansatz, dass das eine Konstante ist, sondern dass das 1 durch Rho Quadrat noch hier steht. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, weil das Rho ja sowieso auch noch hier vorne drin steht. Und Sie werden sehen, dass wenn wir das 1 durch Rho Quadrat hier stehen lassen, dass wir das dann später, tatsächlich wenn wir den vorderen Term anschauen, noch entsprechend rüberbringen können und dass sich alles wunderbar fügt. Das heißt, für den Term mit g, machen wir einen ähnlichen Ansatz. Also auch wieder mit einer Konstanten, die nennen wir Nü Quadrat. Und wir lassen aber die Division durch Rho Quadrat, die da oben steht, einfach stehen. Das heißt, wir machen hier den Ansatz Nü Quadrat durch Rho Quadrat. Und jetzt kommt noch was dazu, was ich gleich diskutiere. Wir schreiben hier ein negatives Vorzeichen hin. Schauen wir uns die entsprechende Differentialgleichung an. Die ist wieder genauso einfach wie die Differentialgleichung für h. Und zwar ist sie so einfach wie die Differentialgleichung für h, weil wir eben hier
das Rho-Quadrat haben stehen lassen. Und das können wir ja dann wieder entsprechend rauskürzen und haben dann eine einfache Differentialgleichung, fast so bis auf das Vorzeichen, wie die, die wir eben hier auch schon hatten. Und auch diese Differentialgleichung können wir natürlich lösen. Das heißt, wir können jetzt für g von phi auch eben direkt die Lösung hinschreiben. Und diese Lösung ist, dass das ein g1 mal e hoch j nü phi ist plus ein g2 mal e hoch minus j nü phi. Wenn man will, kann man das natürlich auch mit Sinus und Cosinus schreiben. Das heißt, ich könnte das auch schreiben als g1 tilde Sinus nü mal phi plus ein g2 tilde Cosinus nü mal phi. Hier kommen also jetzt periodische Funktionen raus. Die kommen raus, um das nochmal ganz klar zu sagen, weil ich hier das negative Vorzeichen gewählt habe. Und ist das sinnvoll, dass hier periodische Funktionen rauskommen? Ja, das ist sinnvoll, weil Phi selber ist ja periodisch. Wenn Sie hier tatsächlich einmal rumgehen, das heißt von 0 auf 2 Pi sich bewegen, dann sollte natürlich die Lösung auch wieder in sich selbst übergehen. Das heißt, an dieser Stelle ist die Wahl des negativen Vorzeichens sehr natürlich. Was anderes sehen wir auch, nämlich damit die Lösung jetzt in sich übergeht, die Periodizität steht ja hier, sehen wir auch, dass das Nü eine ganze Zahl sein muss, damit hier eben dann steht 1 mal 2 Pi, 2 mal 2 Pi, 3 mal 2 Pi und so weiter. Das heißt, wir können eigentlich hier festhalten, dass das Nü eine Ganzzahl ist. Das hilft uns gleich auch weiter. Insbesondere ist natürlich auch dann die Einheit von Nü gleich 1. Vielleicht können wir auch hier noch ergänzen, dass die Einheit von K gleich 1 durch Meter ist. Das sehen Sie daran, dass natürlich die Exponentialfunktion, die hier steht, ein dimensionsloses Argument haben muss. Und Z hat offensichtlich die Einheit Meter. Gut. Wir sind immer noch beim Ansatz. Wir wissen noch nicht, ob es zu was führt und würden uns jetzt dann eben die gesamte Gleichung nochmal anschauen. Das mache ich auf der nächsten Seite ich schreibe jetzt als erstes diesen ganzen Teil mit diesen Ersetzungen hier einfach nochmal auf der nächsten Seite hin. So, die Gleichung lautet dann also 1 durch f d2f nach d rho Quadrat plus 1 durch rho 1 durch f df nach d rho minus, das war das Minus von eben, nü Quadrat durch rho Quadrat und jetzt eben plus k² ist gleich 0. Das ist die gleiche Gleichung, die wir vorher auch hatten, nur eben mit den Ersetzungen, dass hier das k² anstelle des Terms 1 durch h dh nach dz steht und das minus nü² durch rho² steht anstelle des Terms 1 durch g 1 durch rho² dg nach d phi Quadrat. Und diese Gleichung multiplizieren wir jetzt einmal mit f und wir multiplizieren sie auch mit rho Quadrat. Und dann bekommen wir eine Gleichung rho Quadrat d2f nach d
Pro Quadrat plus Pro Quadrat df nach d Rho plus, und die beiden hinteren Summanden, die ziehe ich jetzt in eine Klammer zusammen, plus k Quadrat minus, plus k Quadrat, wir haben ja mit Rho Quadrat multipliziert, k Quadrat Rho Quadrat minus ny Quadrat ist immer noch gleich 0. Ja, was an der Stelle noch nicht so richtig schön ist, ist, dass wir hier nach dimensionsbehafteten Größen ableiten. Und um das tatsächlich mit einer mathematischen Form vergleichen zu können, ist es gut, hier auf eine dimensionslose Größe überzugehen. Und diese dimensionslose Größe, die steht im Prinzip hier hinten schon in der Klammer. Wir wissen ja, dass das Ny-Quadrat dimensionslos ist. Das ist also auch dimensionslos. Das passt auch, weil das Rho ist natürlich eine Länge und das K, hat man eben festgestellt, ist 1 durch Länge. Das heißt, eine sehr naheliegende Substitution ist, dass wir sagen, x ist gleich K mal Rho. Das ist dann dimensionslos, ne? Ich schreibe es nochmal hinter, Einheit von K war ja 1 durch Meter, Einheit von Rho ist gleich Meter und damit ist die Einheit von X dann eben dimensionslos. Können wir jetzt hier natürlich einsetzen, also zunächst mal das Rho-Quadrat, was da vorne steht, das ist dann offensichtlich nichts anderes als x-Quadrat durch k-Quadrat. Das k-Quadrat fällt aber gleich wieder raus, weil, wenn Sie sich zum Beispiel diesen Term anschauen, der hätte ja zum Beispiel die Einheit von f dividiert durch Meter-Quadrat. Wenn ich das jetzt umschreibe auf d nach dx, dann wäre es ja einfach nur die Einheit von f. Ich muss also letztendlich diesen Faktor k hier wieder kompensieren. Und das ist auch klar, das kommt dann hier einfach wieder als Faktor k Quadrat nach vorne. Und dann steht hier df nach dx Quadrat. Bei dem Term mit der einfachen Ableitung geht das entsprechend. Hier steht auch x durch k. Und dann nochmal mal k df nach dx. Das k-Quadrat Rho-Quadrat, das ist natürlich einfach x-Quadrat. Und dann steht hier noch minus μ-Quadrat. Ich habe f vergessen. Ne? Moment. Wir hatten ja an dieser Stelle hier mit f multipliziert. Das heißt, hier kommt noch ein f hin, das hier auch auftaucht und dann ist das Ganze gleich 0. So ist es richtig. Kürzen wir die Faktoren noch raus, dann haben wir es hier stehen. Also steht hier x Quadrat d 2f nach dx Quadrat plus x df nach dx plus x Quadrat minus ny Quadrat mal f ist gleich 0. So. Und diese Differentialgleichung, die wir hier haben, das ist die sogenannte Bessel-Differentialgleichung. Und ny, was bei uns ja ganzzahlig ist, das ist die Ordnung. Und die Lösungen dieser Differentialgleichung, sind bekannt. Lösungen dieser Bessel-Differentialgleichung sind eben die Bessel-Funktionen. Also die Gesamtlösung ist dann natürlich eine Überlagerung dieser Lösungen. Und da kennen wir die Bessel-Funktionen erster Art.
brauchen natürlich immer zwei Unabhängige, um die Gesamtlösung hinzuschreiben, weil das eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung ist. Und diese werden typischerweise mit dem Formelbuchstaben J gekennzeichnet. Und Nü als Ordnung damit angeschrieben. Und dann gibt es noch die Bessel-Funktionen der zweiten Art. Das sind die Funktionen Y, Nü von X. Die werden auch häufig Weber-Funktionen oder Neumann-Funktionen genannt. Gut, und jetzt schauen wir uns noch mal ein bisschen an, was könnte denn, welche Optionen haben wir denn noch gehabt? Wir gehen noch mal zurück. Wir hatten schon gesagt, dass wir hier an dieser Stelle eigentlich davon ausgehen, dass die Lösung periodische Funktionen sind. Damit ist dieses negative Vorzeichen eigentlich gesetzt. Aber an dieser Stelle, da könnte man durchaus auch zu einer anderen Annahme kommen. Hier kommen ja Sinus, Hyperbolikus und Cosinus Hyperbolikus raus. Je nachdem, wie die Randbedingungen wären, könnte es aber auch sein, dass an dieser Stelle Sinus- und Cosinus-Lösungen sinnvoll wären. Die würden wir bekommen, wenn wir, ich male das jetzt hier mal in grün rein, hier beispielsweise ein negatives Vorzeichen setzen würden. Wenn wir das machen würden, dann kämen wir auch hier auf Sinus k mal z und hier auf Cosinus k mal z, beziehungsweise eben eoj k mal z, beziehungsweise eo minus j k mal z. Einfach das in grün reingemalte. Was jetzt die bessere Lösung ist, hängt von den Randbedingungen ab. Aber dieses negative Vorzeichen hier, das müssen wir natürlich mitziehen. Und wir werden das mal verfolgen, wo das hingeht. Das wird natürlich zunächst mal hier eben hingehen als negatives Vorzeichen. Und dann, wenn ich das Ganze umstelle, dann ist es üblich, hier ein negatives Vorzeichen hinzuschreiben. Das wäre dann hier tatsächlich das minus k Quadrat. Das hätten wir dann schon. Würde aber jetzt natürlich hier zu einem verkehrten Vorzeichen führen. Also müssen wir dann an der Stelle hier ein Plus hinschreiben. Dann hätten wir hier natürlich, das zieht sich dann durch, hier ein Minus und hier ein Plus und entsprechend hier auch hier ein Minus und hier ein Plus. Das heißt, die Differentialgleichung sieht dann ein wenig anders aus und diese grüne Lösung mit dem Minus vor dem x Quadrat, das ist dann eben die modifizierte Bessel-Differentialgleichung und die Lösungen sind dann eben auch die modifizierten Bessel-Funktionen. Auch da gibt es wieder erste Art, zweite Art. Die erste Art, die werden dann typischerweise als J-Nü bezeichnet und die Funktionen zweiter Art, die bezeichnet man typischerweise dann als K. Alt J war falsch. J hatten wir ja eben. Das sind die I-Nü, beziehungsweise dann eben hier die K-Nü von X. Gezeigt hatte ich die in der Vorlesung auch schon. Schauen Sie da im Zweifelsfall nochmal ins Plenum von 20.04. rein. Da finden Sie das.
Aber hier der entscheidende Unterschied ist das, was wir in der Herleitung im Plenum nicht hatten. Wir hatten hier kein x stehen und das ist aber entscheidend tatsächlich, um das zu einer Bessel-Differentialgleichung zu machen. Und wie gesagt, ich hatte an der Stelle einfach mich kurz vor der Veranstaltung zu einer Vereinfachung, zu einer scheinbaren Vereinfachung entschlossen, die aber hier vielleicht eher zu Verwirrung geführt haben. Ansonsten gilt das aber, was ich auch am 20.04. im Plenum gesagt habe, über die Bessel-Funktionen. Schauen Sie da nochmal rein. Und wie gesagt, wir können festhalten, eben, dass wir hier in dem Fall, den wir hier betrachtet haben, das Mu ganzzahlig haben. Im Allgemeinen muss das nicht so sein, aber es ist ein sehr, sehr, sehr häufiger Fall, den man hier betrachtet. Diese Substitution übrigens, die wir vorgenommen haben, die ist auch jetzt wirklich wichtig, weil ich kann ja hier in diese Funktionen oder auch hier in diese Funktionen kein dimensionsbehaftetes Argument so ohne weiteres reinschreiben. Das heißt, das ist wirklich wichtig, dass man hier diese Substitution dann entsprechend vornimmt. Gut, ich hoffe, dass das nochmal hilfreich war oder Verwirrungen, die bei dem einen oder anderen vielleicht aufgetreten sind, jetzt reduziert. Wenn weitere Fragen dazu sind, dann stellen Sie die einfach in unserem Q&A-Forum oder eben dann in den Übungen oder im nächsten Plenum. Besten Dank, bis dahin.